Guten Morgen, liebe Kinder. Wir haben heute Gäste dabei und zwar die Juniper mit ihrer Mutter Blossom. Hallo, ich bin Blossom und das ist meine Tochter Juniper. Sieht ja irgendwie so aus wie so eine Fashion Lady. Vielleicht ist es auch so eine, vielleicht will sie Schuluniform oder so. Sei leise. Mir ist so warm. Wie lange liege ich denn schon hier? Aber solange mir noch niemand glaubt, kann ich hier einfach nicht weg. Aber ich will nach Hause, ich will zu Mama, ich will ein ordentliches Bett und hier nicht auf dem Boden liegen. Oh, Vin, es wird sich lohnen. Sie wird so ein bisschen gucken, was ich hier im Unterricht mache. Und ja, wir schreiben jetzt eine Klassenarbeit. Was? Dürfte ich Sie einmal fragen, wieso? Wir haben gar nicht dafür gelernt. Wir haben das mit deiner Schulleitung so abgemacht, dass ihr die Klassenarbeit, die ja gestohlen wurde von irgendjemandem, dass wir die wieder nachschreiben können, weil es ja nur 2 Tage entfernt war, also vom Abstand her. Und das dann völlig okay wäre, weil ihr sowieso alle wahrscheinlich geübt habt, oder? Es wäre ja nichts anderes. So, ja, wir gucken jetzt mal, wie wir das so verteilen und dann schreiben wir eine Klassenarbeit. Hä, ich habe gar nicht geübt. Und Juniper. Ja, Mama. So, ich guck mal rum. Ja, hier ist alles okay. Ich weiß. Du, mein Lieber, du gehst nach da hinten, bitte. Warum? Wir wollen ja sicherlich nicht, dass du abguckst. Naja, ich gucke auch vor allem ab, ne? Wir passen schon auf dich auf. Aha. Du bist da, du kommst nach vorne. Nein. Gut, dann fange ich mal an und teile die Klassenarbeiten aus. Nachdem Herr Schoko die Klassenarbeiten ausgeteilt hat, ging es los. Ihr habt jetzt 60 Minuten Zeit, um die ganze Klassenarbeit auszufüllen. Betrugsversuche werden mit einer 6 benotet. Ja, das war's auch. Einmal werdet ihr daran erinnert, aber beim zweiten Mal gibt's eine 6. Ja, das wäre toll, wenn ihr abgucken würdet, denn dann habe ich weniger Arbeit. Vielen Dank. Tschüss. Okay, als Lehrer sollte man das vielleicht nicht sagen, aber egal. Ihr könnt jetzt anfangen. Oh mein Gott, das weiß ich ja auch. Gut, dass ihr jetzt, also ja, die Zeit ist jetzt um. Und ihr legt die Klassenarbeiten bitte am Rand auf die Ränder eurer Tische. Und dann komme ich sie einsammeln. So. Dann ist da, wie lief es? Naja, du kommst gleich immer kurz mit mir mit. Ja, okay. So. Gut, ich habe jetzt alle Klassenarbeiten und ihr kriegt sie morgen wieder zurück. Was, schon morgen? Oh Gott, nein. So, ihr habt jetzt 5 Minuten Pause und du kommst immer mit mir, Star, ja? Ja. Ich halte das einfach nicht auf. Ich weiß doch gar nicht, wo Flower ist. Sie kann überall sein. Und die Polizei hat mir auch noch nichts gesagt. Wo versteckt sie sich nun gerne? Wenn ich kann mir nicht bloß jemand helfen. Guten Tag, ich kenne sie doch. Sie waren doch gestern in der Schule. Sind sie kein Lehrer? Doch, doch, aber ich habe heute frei. Ich meine, bei solchem Wetter muss man das genießen. Und das Lustige ist, wir sind Nachbarn. Ja, hätte ich sowieso früher nicht gewusst. Können gerne ihre Tochter zusammensuchen. Okay, dann vielen Dank, let's go. Ja, los geht's. Als hätte ich da jetzt Lust. Aber ich tue das ja gerne. Vielleicht werden wir dann Freunde und ja. So, worüber wollten Sie mit mir sprechen? Ja, immer nicht so gut in den Klassenarbeiten, ne? Ja, aber dafür kann ich ja nichts. Ich habe ja... Ja. Dann, du lernst einfach nicht. Das ist alles. Wenn du mehr lernen würdest, dann oder wenigstens etwas mehr für die Schule tun würdest, dann wäre das alles nicht so schlimm. Aber mir fehlt einfach die Zeit dazu. Was machst du denn einem Tag? An einem Tag? Also unterteile mir das bitte in Dinge und Stunden und Minuten. Und was weiß ich, was du da machst? Also okay, wenn ich von der Schule komme, dann gehe ich an den Computer, dann spiele ich da. Nach dem Essen gehe ich an mein Handy und spiele da Spiele. Wenn ich mit meinem Handy gespielt habe, dann gehe ich an den Computer. Okay, es reicht. Also tust du gar nichts für die Schule. Nee, doch. Wenn ich kurz bevor ich schlafen gehe, dann mache ich meine Hausaufgaben und ich gehe dann ins Bett. Ja, vielleicht mache ich dann nochmal, wenn ich ein bisschen schlafe und ich wache dann manchmal auf. Ich mache aber manchmal noch meine Hausaufgaben. So geht das doch nicht. Normale Kinder machen ihre Hausaufgaben, wenn
am Nachmittag oder am Mittag oder was weiß ich wann, aber doch nicht am Abend oder wenn sie ins Bett gehen. Am Abend, ja, kann man manchmal auch, wenn man etwas vergessen hat, aber doch nicht am Abend. Am Abend, wenn man ins Bett geht. Ja, aber so komme ich klar. Du bist in der 6. Klasse auf einem Gymnasium. Das, wenn du in die 7. Klasse kommst, dann schaffst du sowas gar nicht mehr. Der Stoff für dich war doch jetzt noch viel. Sei doch wirklich glücklich, dass du wieder in der Schule bist. Wir hatten eine lange Corona-Pause. Ja, bitte vergewissere dich, dass das hier nicht ein Kindergarten ist, sondern eine Schule. Ich kann ja nicht wieder die Klassenarbeiten klauen, damit ich meine Note nicht bekomme. Jetzt schnell die Klassenarbeiten ins Auto tun. Da wird sie sicher niemand finden. Und was hat er gesagt? Naja, dass ich nicht so viel für die Schule tue. Aber das stimmt doch auch. Du tust wirklich wenig für die Schule. Ja, aber ich kann mein ganzes Leben doch nicht mit der Schule verbringen. Ja, stimmt auch. Da gebe ich dir wirklich recht. Das war echt schön, sie kennengelernt zu haben. Treffen wir uns morgen im Kino? Oh ja, das wäre eine super Idee. Ich freue mich schon drauf. Oder wir können ja uns bei mir treffen, dann gucken wir vielleicht einen Film und dann gehen wir noch ins Kino. Na gut, wie du sagst. Dann tschüss, Sonnenblume. Tschüss, Bregi. Du weißt, du sollst mich nicht so nennen. Ja, ist doch nur ein Spaß. Ich weiß. Tschüss, hab dich lieb. Ich dich auch. Es heißt doch noch lange nicht, wenn Bregi und ich nicht mehr befreundet sind, dass er sich einfach an eine andere ranmacht. Das geht so nicht. Ich werde sie zur Rede stellen. Und so weit lügen, damit sie ihn verlässt. Außerdem hat er mich mal Sonnenschein genannt. Hallo, wie... hallo, Millie. Ah, hallo, Sunny. Ja, wir kennen uns ja aus der frühen Zeit, ne? Ja, seit wann bist du hier? Ich wurde gestern aufgenommen. Ich meine, ich habe jetzt meine volle Ausbildung und bin jetzt Lehrerin. Aber weißt du, Lehrerin zu sein ist nicht so ganz einfach. Doch, mit Brego. Ich meine, ich bin neben Bregos Klasse. Und ja, wir reden manchmal so und er gibt mir Tipps. Aber darf ich dir eines verraten? Was denn? Brego gehört mir, nicht dir. Aber warum? Brego und ich sind sehr dolle Freunde. Sehr. Also, was soll das heißen? Naja, du wirst sehen. Bald wird er dich betrügen. Sunny, warte! Was meinst du damit? Also, wie jetzt? Nein, er hat schon eine Freundin, Blossom. Sie sind wirklich, echt, wirklich dicke, dicke, dicke Freunde. Sie haben schon einen Fohlen. Was? Aber ja, so ist das Leben. Ich glaube, du hast keine Chancen mehr. Aber wie? Wie? Warte, ich verstehe das einfach nicht. Ja, so ist das Leben. Schönen Dank auch. Hey, du kannst mich nicht einfach umrempeln. Dann geh doch. Ja, darf ich doch. Echt. Unmöglich. Am nächsten Tag. Kinder, ich habe eure Klassenarbeiten. Eure Klassenarbeiten sind wirklich schlecht ausgefallen. Hätte ich mir definitiv besser vorgestellt. Sie waren wirklich grottenschlecht. Also, ja. Ich weiß nicht, ob ich da einen Fehler gemacht habe oder ihr irgendwo einen Lernfehler hattet. Was? Ich darf nicht wieder eine 6 bekommen. Ich kann nicht mehr. Es ist so warm.